möchte ich zeigen, wie ich in meinem Kobuz meine allererste LDS-Anlenkung eingebaut habe. Das ist der erste Servo, den ich so eingebaut habe. Da habe ich natürlich die Videokamera noch nicht mitlaufen lassen, weil ich mir gedacht habe, ich will erst einmal ausprobieren, ob ich das überhaupt schaffe. Die Ausschläge sind zufriedenstellend. Ich habe nach unten mehr als 16 mm. Nach oben sind es mehr als 2 cm. Da muss ich noch messen. Kann ich noch ein bisschen spielen, dass ich die richtigen Ausschläge zusammenbekomme. Der Einbau selber ist keine Hexerei. Ich mache das zum ersten Mal. Ich habe somit keine Vorkenntnisse, nur das, was ich im Internet darüber gefunden habe. Anhand dieser Anleitungen oder Erfahrungen habe ich das einfach selber versucht. Ich lasse jetzt einfach die Kamera mitlaufen und beschreibe kurz, was ich mache. Diese IDS-Anlenkung wollen wir heute einbauen. Ich habe zwei verschiedene, das eine ist für die Wölbklappen und das andere ist für die Querruder. Wir schauen uns an, wie wir die Querruder-IDS-Anlenkung einbauen. Diese Teile sind dabei, der Servorahmen, Gestänge, Servohörner, das wird einmal das Ruderhorn und diverse Kleinteile. So, das Ding gehört da runter, ich habe das jetzt schon runtergenommen. Das ist dann die Servobefestigung auf der Seite. Wird das dann angeschraubt. Die Laschen muss man da auch noch entfernen. Dieses Servohorn nehme ich dann für den Einbau. Was ich dann im Endeffekt wirklich nehme, werden wir schauen, wie ich mit den Ausschlägen zurechtkomme. Das Querruder ist relativ dünn. Das heißt, ich kriege an der Scharnierlinie einen Abstand von der Scharnierlinie zum Ruderhorn von 4,5 bis 5 mm maximal zusammen. Dementsprechend klein wird dann auch Fokus. Dementsprechend klein wird dann auch das Servohorn ausfallen. Mal schauen, was für Ausschläge wir zusammenbekommen. So schaut es im zusammengebauten Zustand aus. Geht alles sehr streng, aber dadurch wird es ja hoffentlich spielfrei. Ich muss den Rahmen noch ein bisschen anpassen, dass er in den Ausschnitt passt. So soll das Ganze dann einmal ausschauen, wenn es fertig ist. Wie bestimme ich jetzt die Position vom Ruderhorn? Ganz einfach. Wir nehmen das ganze Ding wieder raus und stecken das Gestänge an. Ein kleiner Tipp. Wir nehmen jetzt nicht die Original-Stahlstifterl, die dabei sind. Die gehen sehr schwer raus und wieder rein, damit das Ganze eben spielfrei ist. Ich nehme da einfach ein Stahlstifterl, was nur einen Hauch dünner ist und somit leichter raus und rein geht. Und außerdem schaue ich, dass es ein bisschen länger ist, dass ich mir leichter tue beim Raus und wieder rein tun. So, da kann man jetzt gleich einmal schauen, ungefähr welches Gestänge man brauchen wird. Da ist das Servohorn und genau bei der Scharnierlinie kommt das Ruderhorn hin. Das heißt, wir ungefähr das kürzeste brauchen. Oder das zweitkürzeste, mal schauen. Ich nehme mal das zweitkürzeste. Das ist dabei eh noch nicht so wichtig. Es geht jetzt einmal nur um den Einbau des Ruderhorns. So, wie man sieht, das ist jetzt dieser Stahldraht, den ich genommen habe, der ein bisschen dünner ist. Der geht jetzt ganz leicht raus und rein. So, ich habe den Stahldraht jetzt sogar noch ganz lange gelassen. Ich richte das Ganze jetzt einfach im rechten Winkel aus. Jetzt bringe ich mal den Servorahmen schön in Position, damit er halbwegs in der Mitte ist. Dann nehme ich ein Geodreieck, stelle das Querruder ein bisschen auf, lege das Geodreieck da rein und bekomme somit einen schönen rechten Winkel. Jetzt kann ich mir ganz einfach die Position des Gestänges anzeichnen. Jetzt weiß ich, dass die eine Seite des Gestänges dieser Seite rauskommen wird. Jetzt nehmen wir ganz einfach eine Nadel, stecken diese Nadel an der Markierung durch die Scharnierlinie durch. Und somit wissen wir, wo unser Ruderhorn hinkommt. Die Stelle markieren wir uns gleich. Somit haben wir die Position von unserem Ruderhorn ermittelt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Besser zweimal kontrollieren, weil das Gestänge ja doch breiter ist. Aber wir wissen auf jeden Fall, es gehört auf diese Seite.
Somit machen wir da auch gleich die zweite Markierung. So, jetzt haben wir die Markierung fürs Gestänge. Jetzt montieren wir noch das Ruderhorn selber, damit wir schauen, wie breit wir dann ausfräsen müssen. Dazu kann ich jetzt das quasi wieder abmontieren. Nehme mir das Gestänge und montiere das Ruderhorn. Man sieht, das ist nicht symmetrisch. Das werden wir dann schauen beim Einbauen, wie es besser ist, damit das nirgends ansteht. Vorerst fürs Einkleben vom Ruderhorn ist das noch nicht von Bedeutung. Jetzt geht es einfach einmal nur zum Positionsbestimmen. So, das wird das Ruderhorn. Das werden wir jetzt befreien und entgraten und dann zusammenstecken. So schaut das Ganze dann zusammengesteckt aus. Ich brauche das jetzt einmal nur, um die Breite zu bestimmen, wie viel ich ausfräsen muss. Die Dichtlippe werde ich sowieso ein bisschen weiter ausfräsen müssen, damit ich dann später das Gestänge aus- und einhängen kann. Jetzt darf gefräst werden. Irgendwann hat man dann beim Fräsen genug weggenommen, dass man die perfekte Position erreicht hat. Sprich, dass das Loch zum Einhängen des Gestänges genau über der Scharnierlinie liegt. Jetzt braucht man das Ganze quasi nur so, wie es jetzt da ist, im rechten Winkel einkleben. Und somit komme ich auf der anderen Seite genau im rechten Winkel zur Scharnierlinie zu meinem Servo hin. Das Ruderhorn wurde gereinigt, angeschliffen und entfettet. Und da kommt jetzt das Uho Entfest 300. Vermischt mit Thixotropiemittel. Das ausgefräste richtig schön vollfüllen. Aufpassen, dass kein Kleber auf die Scharnierlinie kommt. Jetzt steckt man das rein und richten es noch einmal aus. Also das Ganze hält jetzt eigentlich von alleine ganz gut. Wenn man da einen Blick gemacht, sehr gut. Darum biegt man dann normalerweise Big Bundle her, dass man keine Flick macht. Aber die Tragfläche wird ja sowieso noch bespannt. So, das Ganze hält jetzt schon sehr gut. Es kommt nur eine letzte Kontrolle. Aufpassen, dass da in die beweglichen Teile kein Harz reinkommt. Wir kontrollieren das ein letztes Mal, wo alles im rechten Winkel ist, und dann lassen wir es einfach über Nacht trocknen. Das Ganze dürfte jetzt ausreichend trocknen. Das ist natürlich die Kontrolle, ob sich das bewegen lässt. Sehr gut, es ist kein Kleber in die beweglichen Teile bekommen, somit können wir das jetzt ausbauen. Wahrscheinlich die Dichtlippe an der Stelle noch ein bisschen weiter ausnehmen müssen, damit ich da besser hinkomme, aber jetzt ein bisschen Spiel habe ich. Was fehlt zum Servoeinbau? Das Servo, das werde ich jetzt geschwind holen, dann geht's weiter. Servorahmen ist da, der wird noch angeschliffen und entfettet. Und jetzt das Metallstifterl, das Stahlstifterl schon reindrücken. Und nicht, ob man das sieht. Also ich habe es jetzt nur auf das erste Loch reingedrückt. Jetzt werde ich das Gestänge dann einfädeln und versuchen, das gleich so in Position zu bringen, dass ich das dann nicht mehr ändern muss. Aufpassen, dass man es richtig einfädeln. Das fädelt man jetzt da durch. So sieht man es durch. Dann versuche ich, den Stahlstift einzudrücken. Jetzt bräuchte man wieder drei Hände. Mal schauen, ob es mit zwei auch geht. So, das halbwegs in Position bringen. Dann irgendwie hinkommen. Ich
Und tatsächlich, ich hab's geschafft. Ich hab's mit dem Schraubenzieher am besten gegangen. Der hat am besten reingepasst, mit dem habe ich das durchdrücken können. Ich lasse das Stiftel jetzt noch ein bisschen rausstehen, sollte ich irgendwas noch verändern müssen, dass ich wenigstens irgendwo einen Angriffspunkt habe, weil sonst hätte ich keine Ahnung, wie man das Ding da jemals wieder rauskriegen könnte. Auf der anderen Seite schaut das so aus. Da ist das Gestänge. Da hängen wir jetzt das Querruder ein und kleben es gleich ein. Schaltefolie. So, das Servo ist mit dem Servorahmen fest verschraubt, somit ist alles in Position. Angeschliffen, entfettet. Bereit zum Einkleben. Vorher stecken wir das Ganze noch einmal zusammen, schauen, ob alles passt, ob es eh nirgends ansteht. Und dann kleben wir. Das schaut einmal sehr gut aus, es steht nirgends an. Wir werden ein bisschen was von der Glassichtfolie entfernen, weil das doch ein bisschen viel ist. Der Servoschacht wurde natürlich auch vorsichtig angeraut und entfettet. Da klebe ich es drauf. Ich habe das vorher schon ausprobiert, das geht sich aus, wenn ich da unter dem Gestänge einfädel, dass ich da nicht ankomme und somit das Harz abstreife. Schauen wir, ob es in der Praxis genauso gut funktioniert. So, Servo ist drin, Kleber auch. Ich werde jetzt das Servo nochmal auf 0 stellen. Das hat sich scheinbar verstellt. So, und jetzt hängen wir es ein. Es ist eingehängt, mit einem gebogenen Draht verwendet, dass ich das dann auch wieder leichter entfernen kann. Jetzt richte ich das Ganze aus. Servo ist auf 0 gestellt. Jetzt werde ich das Querruder noch versuchen, gerade zu stellen. Beschweren wir das Ganze und lassen es über die Nacht trocknen. Das Gute daran, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber der Servorahmen sitzt so schön drauf, der steht nirgends irgendwo ab. Das heißt, muss man gar nicht viel beschweren. Ich werde es natürlich trotzdem machen, aber der hält jetzt auch schon ganz gut. So, in der Kinderspielzeugkiste gefunden. Passt perfekt. So, jetzt Arbeitszimmer zusperren und den Kindern verbieten reinzukommen. Geht's auch. Das war's von meiner Seite. Jetzt füllen wir die Valve-Klappen. Viel Spaß beim Selbermachen.